Die CDU in Thüringen, die der Auffassung ist, sie hätte die Wahl gewonnen, hat nun dem Bündnis Sahra Wagenknecht und auch den Sozialdemokraten Sondierungsgespräche vorgeschlagen. Sondierungsgespräche, das sind unverbindlich, es ist ein Abtasten, man unterhält sich, ja, was wäre möglich, was können wir so machen und so weiter. Und je nachdem, wie diese ablaufen, wird es danach Koalitionsgespräche sein. Und da ist natürlich die Frage, wer überhaupt noch eine Regierung mit der CDU bilden könnte. Denn sowohl SPD wie auch Bündnis Sahra Wagenknecht haben starke Argumente gegen eine Koalition mit der CDU. Ja, also das muss man alles abwarten. Das Ganze kann wirklich noch sehr lange dauern. Möglicherweise haben wir zu Weihnachten noch keine Regierung in Thüringen. Und bis dahin wird dann auch Bodo Ramelow weiterhin regieren. Das heißt, die gegenwärtige Landesregierung bleibt weiterhin im Amt. Was könnte hier passieren? Denn das muss man ganz klar sehen. Egal, was die jetzt beschließen, egal, welche Koalition sie eingehen, ja, es wird keine Koalition sein, sondern es wird maximal eine Art Verbund von Parteien sein, die irgendwie sich durchwurschteln und im Grunde genommen um Mehrheiten kämpfen müssen. Das ist sowohl, wäre sowohl der Fall, wenn sich eine Art Allparteienkoalition gegen die AfD bildet, das heißt CDU plus Bündnis Sahra Wagenknecht plus Linkspartei plus SPD. Das heißt, das wäre keine Koalition, das wäre sowas wie ja, die Ampelkoalition, aber auf Landesebene. Das heißt, es wären ein Haufen von Parteien, die sagen, wir versuchen mal Politik zu machen, ja, und rein theoretisch ohne der AfD. Die sind nicht dabei, aber so wird das wird keine Koalition sein, die irgendwie einen Koalitionsvertrag hinbringt, sondern es werden im Grunde genommen Parteien sein, die irgendwie Politik miteinander machen wollen, aber natürlich total verfeindet sind untereinander. Also das wird nicht existieren. Es ist auch völlig widersprüchlich seitens des Bündnisses Sahra Wagenknecht, dass sie zum Beispiel zusammen mit der Linkspartei eine Koalition machen, nachdem das Bündnis Sahra Wagenknecht ja eine Abspaltung ist von der Linkspartei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wie gesagt, auch für die SPD ist es alles andere als attraktiv, mit der CDU eine Koalition zu machen, denn die SPD ist ja völlig abgeschmiert. Das heißt, sie befinden sich in der Agonie. Ja, sie müssen jetzt zusehen, dass sie ihre Identität in der Öffentlichkeit besser darstellen, damit sie eben ja, in Brandenburg nicht völlig abschmieren und dann später sowieso bei der Bundestagswahl 2025. Das heißt, für die SPD ist es ziemlich unattraktiv, eigentlich mit der CDU irgendetwas zu tun. Nur für das Bündnis Sahra Wagenknecht ergibt sich eigentlich eine interessante Perspektive, denn obwohl Sahra Wagenknecht ganz klar gesagt hat, wer US-amerikanische Raketen in Deutschland stationieren will, mit dem machen wir keine Koalition, das hat sie tatsächlich gesagt, hätte tatsächlich für Sahra Wagenknecht eine Koalition mit der CDU in Thüringen große Vorteile. Denn sie könnte dann beweisen, aha, wir sind koalitionsfähig im Grunde genommen mit allen Parteien, außer der Linkspartei, sagen wir. Ja, aber die wird sowieso verschwinden, das ist also sowieso irrelevant. Und natürlich auch mit den Grünen. Mit den Grünen will kein Mensch Koalition machen, weil sie natürlich das totale Feindbild aller Deutschen sind inzwischen. Nun, das heißt, Sahra Wagenknecht könnte sagen, aha, seht ihr, wir können mit der CDU auch eine Koalition machen. Ja, und dann könnte sie sich vorstellen, dann im Bund mitzuregieren. Ja, das könnte die große Perspektive für Sahra Wagenknecht sein, dass sie dann nach den kommenden Bundestagswahlen im September 2024 dann in die Bundesregierung kommt. Das wäre natürlich ein unglaublicher Clou, das wäre natürlich wirklich ein historischer Erfolg für diese Partei, die ja an sich eine Abspaltung ist, der Linkspartei. Das ist der einzige, aber ein relativ großer Vorteil des Bündnisses Sahra Wagenknecht, in Thüringen eine Koalition einzugehen. Aber selbst wenn sie das tut, das ist auch keine Koalition, die richtig Politik machen können, denn es wäre eine Minderheitsregierung. Die CDU plus Bündnis Sahra Wagenknecht hat in Thüringen 38 Sitze, das heißt, es fehlen denen noch 7 Sitze, um eine Mehrheit zu haben. Das heißt, es wäre eine Minderheitsregierung. Eine Minderheitsregierung ist im Grunde genommen keine Koalition, sondern es ist eine Minderheitsregierung, die ständig mit den anderen verhandeln kann. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder verhandeln sie mit Leuten, die rechts von denen stehen, oder mit Leuten, die links von denen stehen. Ja, das heißt, entweder macht die CDU plus Bündnis Sahra Wagenknecht eine Politik, die auch die Zustimmung findet von der SPD oder von der Linkspartei. Das heißt, sie würden eine linke Politik machen. Und das wäre natürlich für die CDU suizidal. Die CDU und Mario Furch ganz konkret, er hat ganz klar gesagt letztes Jahr,
es hat sich alles nach rechts bewegt. Wir müssen uns dementsprechend anpassen. Und so war auch der Wahlkampf der CDU in Thüringen. Das haben eine ganze Reihe von AfDler gesagt. Die CDU hat nichts anderes gemacht, als das Programm der AfD zu kopieren. Die haben das einfach nachgeplappert und damit haben sie eben diese 23% bekommen. Ja? Das muss man ganz klar sehen. Das heißt, wenn die jetzt eine linke Politik machen, ja, also dann werden die ganzen Wähler sagen, ja, habt ihr es nicht mehr alle. Ja? Und außerdem noch wäre das suizidal für den Bund. Das heißt, da könnte die CDU völlig abschmieren bei der kommenden Bundestagswahl, ja? Wenn die tatsächlich eine linke Politik machen. Das heißt, da wäre wirklich die allerletzte Beweis erbracht. Im Grunde genommen sind die CDUler, ja, im Zweifelsfall sind sie eine Linkspartei. Sie werden mit den Linken machen und sie werden eben keine konservative Politik machen. Und das ist ja eigentlich, was jeder zurzeit von der CDU erwartet. Das heißt, was werden diese beiden Parteien machen? Und ich glaube, das ist auch relativ klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so blöd sind, dass sie das nicht kapieren. Ja? Die werden möglicherweise sagen, pass auf, wir machen eine Minderheitsregierung und dann machen wir Gesetzesprojekte, die AfD akzeptiert. Das heißt, wo sie auch mitstimmen. Und das bedeutet natürlich, sie müssen natürlich etwas der AfD anbieten, ja? Weil die AfD wird natürlich nicht Ja zu Gesetzesprojekten von der CDU und Bündnis Wagenknecht solche Projekte wird die AfD nicht zustimmen, wenn sie nicht etwas davon hat. Das heißt, sie muss ihren eigenen Wählern sagen, seht ihr, selbst in der Opposition sind wir in der Lage, Politik in diesem Land eben zu gestalten. Das muss sie machen. Das weiß Mario Vogt, das weiß jeder Politiker. Und dann, deshalb eben komme ich zur Schlussfolgerung, in Thüringen kann es keine Brandmauer geben. Das heißt, de facto werden die eine Politik machen, die von der AfD zugestimmt werden muss. Ja? Und zwar richtig zugestimmt werden muss. Das heißt, die AfD weiß in Thüringen, dass das die Konstellation ist. Sie weiß, dass sie eben entscheidend ist eben für die Abstimmung, für eben die Durchsetzung von gewissen Gesetzen und gerade im ganzen Bereich Schule, im Bereich Migration und so weiter. Da können die ohne der AfD eigentlich im Monat nicht regieren. Das wissen die. Das heißt, es wird sich eine inoffizielle Koalition bilden zwischen CDU, BSW und AfD. Das ist meines Erachtens das Einzige, was irgendwie machbar ist in Thüringen. Ja? Denn für die CDU und für das Bündnis Sahra Wagenknecht wäre es suizidal, eigentlich eine linke Politik zu machen. Das heißt, dass sie versuchen, mit der SPD und mit der Linkspartei zu kooperieren. Mit der Linkspartei sowieso, ist ja klar, ja, aber auch mit der SPD. Die SPD ist ein totaler Haufen von Losern. Das haben sie ja in den letzten Tagen total dargestellt, ja. Das heißt, Sahra Wagenknecht ist klug genug, um zu verstehen, ja, mit solchen Leuten, ja, die so ungeschickt sind, so unfähig sind, ja, Politik zu machen, das kann man nicht. Das hat Sahra Wagenknecht sicherlich kapiert. Ja, also man kann mit diesen Losern wie Saskia Esten und Kühnert und so weiter, also das ist wirklich so unter aller Kanone, was die von sich gegeben haben nach der letzten Wahl. Also das ist absurd. Das heißt, ich meine, die einzige Möglichkeit, die es dort gibt, ist, dass es sich eine Art Minderheitsregierung bildet, die informell eine Koalition bildet mit der AfD. Und das sagen sogar schon einige CDUler. Die sagen also, wir müssen die Realität sehen, so wie sie ist. Ja, da sagt zum Beispiel die Präsidentin des Thüringer Landkreistages und neu gewählte Abgeordnete Martina Schweinsburg. Und sie sagt, wir müssen einfach pragmatisch sein. Über 30% der Thüringer haben AfD gewählt. Und das ist ein Respekt vor den Wählern, mit denen, die sie gewählt haben, auch zu reden. Diese Pipi-Langstrumpf-Politik, in der man sagt, die AfD ist ein böses Kind, mit dem darfst du nicht spielen, ist gescheitert, sagt sie weiter. Es gibt andere, die sagen, wir müssen diese Hufeisentheorie, das heißt keine Koalition, weder mit AfD noch mit der Linkspartei, eben müssen wir auflösen auf der linken Seite. Wir müssen eben mit der Linkspartei auch bereit sein, mit denen eine Koalition einzugehen. Ja, aber ich meine, das Bündnis Sahra Wagenknecht wäre verrückt, um so etwas zu machen. Ja? Und wie gesagt, selbst wenn das ginge, ja, da müssen ja praktisch alle Parteien, das wäre eine Allparteienkoalition und das ist keine Koalition de facto, das ist maximal ein Verbund, so wie wir es jetzt eben mit der Ampelregierung sehen. Ja, und nochmal, ich glaube, das habe ich nicht erwähnt, CDU, BSW und SPD haben ja auch keine Mehrheit. Ja, also es gibt keine andere Alternative, es gibt keine andere vernünftige Alternative als im Grunde genommen eine Minderheitsregierung zwischen CDU und BSW mit
informelle Akzeptanz durch die AfD. Also ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten bleibt Thüringen völlig unregierbar. Vielleicht passiert das. Vielleicht wird Bodo Ramelow die weiteren 5 Jahre noch regieren bis zur kommenden Landtagswahl. Das ist ein Witz natürlich. Ja, aber ich meine, im Grunde genommen wäre das so. Das ist meines Erachtens die einzige Geschichte. Und das wird natürlich zu einer Diskussion führen. Ja, wir müssen irgendwie diese Brandmauer umdefinieren. Es ist ja jetzt schon so, dass auf lokaler Ebene das ja gar nicht anders möglich ist. Ja, es gibt ja Ortschaften, da hat die AfD, was sie sich über 40%, ja. Das heißt, man kann gegen eine solche Partei nicht mehr regieren. Also so blöd sind diese ganzen Politiker in der CDU nicht, das wissen sie. Ja, es wird zwar noch gesagt, Merz und so weiter, aber ansonsten müssen sie sich was ausdenken. Das heißt, das große Problem der CDU ist, das habe ich schon gestern gesagt im Video, sie sind der Auffassung, dass sie die Wahlen gewonnen haben, aber haben sie es nicht getan. Wenn die CDU nicht irgendwie wieder in Richtung 40% marschiert, ja, und das schaffen sie nicht, sie sind seit Ewigkeiten dabei 30% und das ist historisch extrem niedrig, dann macht es keinen Sinn, dass die irgendwelche Brand bauen. Die haben gar nicht die Macht dazu. Aber ich glaube, die haben das noch gar nicht realisiert. Aber die Realität wird sich einfach durchsetzen. Wenn Probleme entstehen, wenn Entscheidungen irgendwann mal durchgesetzt werden müssen, ja, weil es nicht anders geht, ja, dann werden sich einfach die politischen Verhältnisse schlicht und ergreifend verändern. Ja, es wird die Realität wird am Ende bestimmen, welche politischen Konstellationen sich in Thüringen, in Sachsen und in Deutschland bilden.